Hallo und herzlich willkommen zur 139. Folge von Project Unstable 6. Ja, das letzte Mal haben wir ja festgestellt, dass die Thermalili mittlerweile nicht mehr so schön zu automatisieren ist, wie sie es mal war. Und deswegen müssen wir uns das einfallen lassen. So, was ich jetzt erstmal offscreen immer gemacht habe, ich habe immer mal so ein bisschen nahe platziert, das Ding hier hängt gerade fest, was in Ordnung ist, weil wir nicht unbedingt so viel Blut im Moment haben. Und ich mache halt die Thermalili im Moment manuell. So. Wir müssen diese Thermalili ausschalten, also nicht die Thermalili ausschalten, das ist falsch. Wir müssen die Lava-Produktion ausschalten. Das heißt, wir müssen eine Lava herstellen und dann produziert uns dieses Blümchen Mana. Dann müssen wir aufhören, Lava zu platzieren. Und wenn dann die Blume wieder freigibt, dann platzieren wir wieder Lava. So in etwa ist der Plan. Wie würde das jetzt also laufen? Also, im Endeffekt habe ich Folgendes vor. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ich habe gerade keine Ahnung mehr, was ich erzählt habe. Also jedenfalls geht es darum, Blume, wenn, produzieren Mana, aufhören Lava platzieren, wenn aufgehört Mana produzieren, warten und dann Lava platzieren. Irgendwie so. Ja. Wie gesagt, die Thermalili ist ein bisschen doof, weil sie eben diesen 5 Minuten Cooldown hat. Das heißt, wir müssten theoretisch von der Thermalili was abfragen. Und da habe ich gerne, da wollte ich noch eine Sache ausprobieren. Und zwar, Integrated Dynamics hat ja den Block Reader. Und da will ich einfach mal gucken, was wir jetzt hier lesen können von der Thermalili, wenn wir das mal dran packen. Da ist noch ein Kabel dran, andernfalls kann ich den Block nicht aktivieren. So. Has Block Dimension Coordinates. Block Type. Teil Entity NBT. Wir sehen keine Teil Entity NBT. Warum nicht? Okay. Ich dachte jetzt, wir sehen da vielleicht irgendwas. Okay. Es gibt leider zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit, dass wir irgendwie mit Redstone. Ich habe schon mal geguckt, wir können nicht mit Hilfe von Redstone einfach was abfragen. Was wir allerdings erst einmal machen können, ist einen Mana-Detektor. Der Mana-Detektor gibt immer ein Redstone-Signal aus, wenn ein Mana-Burst durch ihn durchfliegt. Dann können wir es theoretisch abfangen und können praktisch sagen, okay, solange das ist, resetten wir unsere Clock. Das ist im Endeffekt die grobe Idee. Das heißt, wir machen uns eine Clock, welche einmal alle 5 Minuten waren es, ne? 5 Minuten waren es. Das heißt, im Endeffekt, ich weiß gar nicht, konnte ich jetzt eigentlich? Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das Hourglass konnte ich nicht resetten, nur den normalen Timer, ne? Was ich echt, muss ich sagen, bescheuert finde. Weil die, es ist Hourglass. Nope. Ja. Das Hourglass finde ich nämlich an und für sich schön, weil es eine schönere, schön dargestellte Automatisierung im Endeffekt ist. Also, nicht Automatisierung, schöne Clock im Endeffekt. Man kann Soul Sand reinpacken, man kann Red Sand reinpacken, man kann normalen Sand reinmachen und damit schön sich Zeiten im Endeffekt zusammenbasteln. Nun gut, lassen wir das mal. Stattdessen nehmen wir mal einen Timer. Den können wir nämlich einstellen. Und der arbeitet ja mit dem Reset. Das heißt, wir können hier einen Delay machen. 20 Ticks ist eine Sekunde. Das heißt, wir müssen jetzt im Endeffekt 20 mal 60, also 1020. 1200, Entschuldigung. So. Und das müssen wir jetzt nochmal 5 nehmen. Das heißt, wir sind bei 7000. So. Und Pause while Redstone is active. Nicht Pause. Pause. So, jetzt muss ich mal. Ich habe ja irgendwie. Moment. Ich muss mal ganz kurz hier irgendwie. Ich komme nicht mehr aus dem Menü raus. Und nein. Verdammt. Meine Alt-Taste hängt anscheinend wieder. Upsala. So, da ist er wieder. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe gerade Ewigkeiten schon nochmal probiert gehabt und was überlegt. Habe dann erst gemerkt, ach, gucke mal, er nimmt mein Audio gar nicht auf. Wie immer gefühlt. Okay, hi, da weiter geht's. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich vorhin war.
Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall ein bisschen was rumexperimentiert hatte. Also, was wollen wir machen? Wir wollen ja die Thermalilie automatisieren. Und ich weiß jetzt gerade nicht genau, in welcher Hinsicht ich schon Sachen gezeigt habe. Deswegen, falls jetzt was doppelt ist, es tut mir einfach leid. Ja. Mana-Detektor. Also, weil ich weiß, diese ersten paar Minuten, bis ich cutten musste, die habe ich ja noch, die 5 Minuten. Aber, ja. Gut. Egal. Also, Mana-Detektor nochmal ganz kurz. Wenn Mana-Burst durchkommt, gibt es ein Redstone-Signal aus. Können wir super benutzen. Um zu messen, produzieren wir gerade irgendein Mana. Dann habe ich schon mal hier hinten das... Hilfe. Hier in das Zeug abgebaut. Das Minecraft fährt schön im Kreis. Habe hier schon mal ein kleines Räumchen ausgehoben. Und wir werden hier im Endeffekt jetzt dafür sorgen, dass wir Mana produzieren, dass wir das Mana abfragen. Also wie, was für Mana wir produzieren. Soll in den Mana-Pool rein. Ups, nein, falsch. Und ja, das Platzieren von der Lava ist ein bisschen doof. Weil wir haben nicht so die Möglichkeit, Lava so einfach zu platzieren. Es geht nicht. Aus einem ganz einfachen Grund, denn wir müssen 5 Minuten warten, bis wir es platzieren. Und wenn wir mehrere Thermalilies haben, dann kommt das ganz schön doof. An vielen Stellen. Deswegen, wir werden, ja, wir werden dafür sorgen, dass wir es relativ einheitlich kriegen. Umständlich, aber einheitlich. Und hoffentlich eine Menge Mana produzieren. Okay, was brauchen wir dafür? Wir brauchen erstmal die Thermalilie. Und was ich gerne noch machen möchte, ich möchte die Thermalilie gerne... Achso, ich brauche mal Gras kurz. Die Thermalilie gerne zu einer Floating-Thermalilie umwandeln. Zack. Glimmering. Ich habe, ne, also nicht vergessen, für Floating braucht ihr Glimmering, also Glowstone mit dem. Dann kriegt ihr so eine Floating Flower. Und die könnt ihr mit jeder Blume zusammen machen und dann kriegt ihr so eine Floating andere Blume halt. Moment. Einmal diesen da. So, weil die kann ja jetzt hier schön schweben. Okay. Gut. Jetzt muss ich mal irgendwie hier wieder reinkommen. Gut. Okay. Dann werden wir einen Dispender haben, der Dispenser. Ich sag immer Dispender. Das ist ein Dispenser. Den ich mal hier platziere. Den können wir theoretisch auch unten platzieren, aber ich platziere es hinten. Das hat einen ganz einfachen Grund, damit wir Verkabelung hinten machen können und dann theoretisch hier die Fläche noch ein bisschen ausweiten und hier oben zum Beispiel nochmal Lava hinmachen können, dass wir 4 Thermalilies irgendwie hinbekommen. Weil, was mir nämlich aufgefallen ist, so in meinem Überlegen, es ist demnach nicht mehr möglich. Weißt du was? Du regst mich total auf. Danke. Okay. Es ist theoretisch dadurch nicht möglich, 8 Thermalilies zu platzieren und in der Mitte Lava zu haben. Weil es würde ja so sein, dass diese Lava nicht immer von einer neuen, unverbrauchten Thermalilie aufgenommen wird, sondern vielleicht auch von einer Thermalilie, welche sich gerade im ich habe Lava aufgebraucht, ich bin jetzt glücklich Modus befindet. Das ist schwierig. Deswegen werden wir es einzeln machen, pro Thermalilie. So, und dafür brauchen wir nochmal ein bisschen Platz. Zum einen brauchen wir nämlich den Mana-Detektor noch. Da können wir mal das Redstone abgreifen. Dann brauchen wir noch einen Timer. Ich habe den schon mal eingestellt. Auf... Moment. Einmal drehen, so. Ich habe den Timer schon mal eingestellt auf 7500. 7000, so. 7000 sind 5 Minuten. 500 aus dem einfachen Grund, dass wir noch ein bisschen länger warten, sollte irgendeine Ungereimtheit in irgendeiner Form passieren. Lieber einen Moment zu viel gewartet als einen Moment zu wenig. Ich meine, ich kann sogar eigentlich, sagen wir mal, 250. Na gut, das sind halt nur ein paar Sekunden, ne? Ich lasse trotzdem 500. So, 7500. Dann machen wir jeden mal weg. Und platzieren mal hier Redstone Cornwheels. Die sollten dann das Signal nämlich schön übertragen, was hier rauskommt. Input, hier muss Output hin. Ich verstehe nicht, warum die Signalfarbe immer unterschiedlich ist. Warum ist die Signalfarbe nicht standardmäßig bei beiden Seiten immer rot? Das verstehe ich nicht. So, und dann habe ich noch was gemacht, und zwar einen Elven-Mana-Spreader. Der sollte uns ein bisschen mehr Möglichkeiten geben, dass wir beispielsweise hier durch alles jagen können,
bis zu 4 Thermalise auf jeden Fall. Und dann hier das Mana reinkriegen. So. Genau. Theoretisch, wir können dann noch einen zweiten Mana-Spreader irgendwie platzieren irgendwo, aber ja, fürs Erste soll es erstmal reichen. Für unser erstes Setup. Warum wollte ich einen Floating Thermalily machen? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich hier Lava platziere, frisst du sie auf. Das wollte ich nicht. Ich habe vergessen, dass die Thermalily ja automatisch auffrisst. So, wir können mal ganz kurz gucken. Sollten sehen, dass hier unten ein Redstone-Signal kommt. Ja, wunderbar. Und dieses Redstone-Signal resettet immer wieder das Delay hier auf 0. Und erst wenn dieses Delay rum ist, dann wird einmal ein Impuls gegeben auf den Dispenser, welcher dann platziert. Das heißt, was wir machen müssen, ist noch dafür sorgen, dass wir hier Lava haben. Das heißt, wir nehmen so einen Fluid Tank, platzieren hier unsere Item Conduit und sagen, wir haben hier einmal Extract und Insert und hier haben wir einmal Extract und Insert und hier brauchen wir noch, für den Extract brauchen wir noch einen Filter und dann sagen wir nur normale Eimer bitte. Dann, das heißt, er nimmt einen leeren Eimer hier raus, packt ihn hier oben rein, macht da praktisch mit Lava voll und dann, ja, alles ganz toll. Ich muss mal ein bisschen Lava holen, Moment. Ich mach mal so einen Tank nochmal. Dann füllen wir den nochmal einmal mit Lava ein bisschen auf. Ich könnte Endertanks, ich bin gerade überlegen, ob ich einen Endertank nehmen möchte. Die Lava rüber zu kriegen. Ender Tank. Wir können sogar einen machen. Wir brauchen nur eine Stable Ender Pearl. Und die kriegen wir leicht hin. Dann machen wir das mal. Okay. Stable Ender Pearl kommt. Dann machen wir das nämlich da drüber. Und dann machen wir gleich mal hier blaue Wolle draus. Nicht blaue. Rote Wolle. Oder welche Farbe hatte der Tank? Rot. Zack, einmal raut, Rosenraut und damit ist das Ding schon mal kodiert mit dreifach E, dann brauchen wir noch einen Diamond und dann können wir die beiden Sachen nämlich schön verlinken. So, und dann haben wir nämlich drüben gleich unseren Lava-Output fertig. Danke. Also einmal das Ding nach hier. Nicht nach hier, für hier. So. Machen wir mal so. Nee, ist doof. Moment. Wir können auch hier theoretisch ein Pump-Upgrade reinpacken, dass er automatisch, was da drin ist, rauspumpt. Aber das brauchen wir nicht für die Sachen, die ich vorhabe. Achso. Ich brauche noch einen Platz dazwischen, damit ich da eine Conduit reinpacken kann. Oder irgendwas Fluid. So. Tank drauf. Und dann machen wir hier mal Insert. Die Extract. Wunderbar. Okay, damit haben wir Lava schon mal drin. Müssen wir die drüben nur noch rausmachen und das sollten wir eigentlich relativ einfach machen können. Dafür sollten wir nicht mal eine Convert brauchen, weil wir diesen Ender-Tank haben von Ender-Io, also diesen Tank von Ender-Io so rum. Zack. Und dann machen wir mal Pull. Jawohl, wunderbar. Und da haben wir jetzt hier das Zeug. Flupp, der Eimer wird gefüllt, landet hier drinnen. Super. Und das heißt, der kann dann eigentlich auch platziert werden. Hoffentlich. Okay, gut. Das ist eigentlich das komplette Setup, was wir, glaube ich, erstmal brauchen. Natürlich noch Spark-Setup. Um hier das Mana wegzubekommen. Auch wenn es nicht so viel ist, was da erstmal wegkam. Aber es sollte jetzt automatisiert uns hoffentlich Lava produzieren. Folgendes. Ich mache den Mana-Pool mal nochmal kurz weg. Ich will gerne sehen, ob er neues Mana produziert, wenn diese Blume aufgehört hat. Das ist auch was ich mir wünsche. Dass man sehen kann in irgendeiner Form, wie lange es noch dauert. Weil das geht nicht. Oder brauche ich dieses Manas hier? Das ist das Einzige, was ich noch nicht probiert habe. Nö. Man sieht halt diesen Indikator mit diesem Dampfen, aber man hat keinen Indikator, wie lange es noch dauert. Das finde ich ein bisschen schade. Aber, nun gut. Botania sagt sich halt, wir wollen keine GUI haben. Was ich persönlich nicht ganz verstehe. Weil GUIs sind toll.
Okay, aber nun gut. So, wir haben das automatisiert. Der Dispenser sollte das eigentlich platzieren. Und wir können halt auf die andere Seite noch einen Dispenser machen. Wir können hier oben noch Dispenser hinmachen und können dadurch 4 Thermalilis theoretisch schon mal auf einmal betreiben. Für mehr müssten wir natürlich dann noch mehr Platz aufwenden und mehr Zeug bauen. Wo wir aber theoretisch 4 auch auf relativ engen Raum bauen könnten und so weiter. Also es gibt noch Möglichkeiten, das relativ schön zu machen. Aber dafür bräuchten wir dann eh mehr Thermalili und ich wollte erstmal gerne die eine in irgendeiner Form automatisiert haben. Weil Lava relativ einfach für uns ist zu bekommen. So, okay, dann baue ich erstmal hier hinten zu, weil das sollte ja eigentlich alles funktionieren. So. Und dann gucken wir einfach mal, weil wenn ich jetzt weggehe, möchte ich gerne sehen, ob wir Mana produziert haben. Das heißt, gucken wir mal hier. So. Und da nur ein Impuls kommt, sollte der Dispenser nur einmal aktiviert werden. Und wirklich nur diesen Lava, diesen einen Lava einmal platzieren. Problem an der ganzen Sache ist natürlich, wenn dieser eine Puls mal verloren geht, warten wir wieder 5 Minuten, bis wir einen neuen Puls ausgeben, um eine neue Lava zu produzieren. Und mich interessiert es einfach mal, ich gucke jetzt mal kurz auf die Uhr, so, okay, gut. Wir gucken mal in so 5 Minuten nochmal vorbei und dann gucken wir mal, was passiert ist. Ob wir Mana haben oder nicht. Wenn wir keinen Mana haben, dann hat er zu früh platziert. Wenn wir Mana haben, hat er richtig platziert. So. Was wir aber in der Zwischenzeit schon mal machen können, ist im Endeffekt, was wir hier haben, ein bisschen schöner machen. Und zwar haben wir hier eine schöne Automatisierung, welche uns im Endeffekt Lava ranschafft. Die Lava zur Energie auch noch macht und wir praktisch von dieser Energie leben. Problem ist natürlich, wir könnten das jetzt nicht so sehr automatisieren, weil wir haben keine Begrenzung drin. Ne? Im Moment für unseren für unseren Black Hole Tank. Das heißt, wir könnten hier bis zu 2 Millionen Eimer könnten wir reinpacken. Ist ein bisschen viel, möchte ich meinen. Deswegen, nein, machen wir nicht. Wir können mit Hilfe von dem Level-Meter natürlich ausschalten. Aber fürs Erste ist erstmal das in Ordnung. Was ich aber gerne erstmal machen möchte, nebst Lava, ist nochmal dafür sorgen. Ich pack mal erstmal ganz kurz hier ein bisschen Zeug weg, was wir erstmal nicht brauchen. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade mit dem Ritual Stone. Dass wir praktisch dieses Lava-Ritual so nicht mehr machen können, weil es macht, jetzt mal doof gesagt, es macht auch Vanilla-Automatisierung extrem bescheiden. Weil, wie gesagt, sonst hätte man ja sagen können, okay, platziere eine Lava, wenn eine Lava da ist, platziere keine neue. Ist ja jetzt unabhängig von Blood Magic, dass wir halt jetzt nicht die Möglichkeit haben, ohne Botania zu arbeiten. Also wir können, also wir können nicht rein mit Botania das machen. Wir könnten, eine Sache könnten wir machen. Wir könnten ein Hourglass einstellen, dass es immer so auf 6 Minuten getrimmt ist. Das heißt, es aktiviert einmal den Dispenser, dann wartet es 6 Minuten. Wir resetten es in keinster Weise, weil 6 Minuten ja eigentlich ausreichen praktisch. Da ist ja schon die 45 Sekunden Generierzeit plus die andere Zeit drin. Und dann aktivieren sie es wieder. Ja, könnten wir, aber ne, finde ich doof. Dass wir halt, wie gesagt, das Hourglass sollte in meinen Augen sich resetten, wenn man Redstone-Signal reingibt oder dass es sofort durchläuft und sich praktisch umdreht und kein Signal aber ausgibt oder irgendwas. Man kann das sicher irgendwie machen. Nun gut, so, was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Jetzt habe ich wieder, weil ich mich wieder verquatscht habe. Ich wollte hier mal gucken, wir haben 130 Millibuckets mittlerweile. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Replicator müssen wir noch mal. Was wollte ich denn machen? Jetzt hab ich's vollkommen vergessen. Hab ich hier noch irgendwie stehen? Witherproof Obsidian, das haben wir ja im Endeffekt. Wir müssen nur den Witterraum noch bauen. Erzverarbeitung wollte ich noch bauen. Das müssen wir endlich mal unbedingt angehen. Vielleicht nächste Folge, dass wir das dann mehr angehen. Pure Crystal Automatisierung haben wir sogar schon gemacht. Nicht mal löschen. Blood Magic, mehr Blut. Ja, das ist auch noch was. Wollte ich das machen? Nee.
Ich wollte irgendwas noch automatisieren. Weiß gerade nicht was. Das ist doof. Ich versuch's zu finden, dass ich... Ich hoffe... Gott, ich habe gerade total den Blackout. Hilfe! Mir ist es wieder eingefallen. Ich wollte mich an Flüssigkeiten-Automatisierung setzen. Ich wollte die Compact Machine da oben mal nutzen, endlich. Jetzt weiß ich es wieder. Deswegen habe ich das mit Lava-Automatisierung gesagt. Ja, okay. Okay, kümmern wir uns gleich drum. Ich guck mal kurz nach der Terminal, weil ich habe wieder 5 Minuten wieder einfach verquatscht. So. Und zwar geht es im Endeffekt um das Ausschmelzen von Items automatisch. Wir haben Mana bekommen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Okay, dann scheint das zu funktionieren. Dann packen wir den Spark mal wieder drauf, dass das Ding auch funktioniert. Und dass wir das Mana auch bekommen, was hier rauskommt. Dich stupsen wir mal wieder an. So, nicht teleportiert. Okay. Haben wir kein Blut mehr? Ich nehme stark an, wir haben kein Blut mehr. Ja. Okay. Warum haben wir exakt 0 Life Points? Ich meine, dadurch fängt gar nicht erstmal an, irgendwas zu arbeiten, ne? Falsch. Das da brauche ich. Mit dem hier. Warum ist das jetzt gerade wieder ausgegangen? Das verstehe ich manchmal nicht. Manchmal geht das auch aus. Es gibt so viele Bugs irgendwie teilweise. Ich mich echt frage, warum. Weil sie keinen Sinn machen, warum sie da sind. So. Futtern wir nochmal kurz was. Gut, haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen initial. Ich lasse trotzdem mal das Mana erstmal die Produktion zurück. Das Minecraft steht jetzt erstmal still, dann macht es nichts. Die Thermalele produziert jetzt eh langsam ein bisschen was. Wir brauchen noch eine zweite Thermalele irgendwann, aber wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir ein bisschen Flüssigkeiten bekommen in unserem E-System. Dafür wollte ich nämlich gerne dieses Ding hier nutzen. Diese Compact Machine, die wir hier haben. Unsere Normal Compact Machine. Und was wir machen werden, ist dort drin im Endeffekt aufbauen, was wir schon mal so halb überlegt hatten. Das heißt, wir brauchen den Magma Crucible zum Aufschmelzen. Hatte ich noch einen? Das muss ich mal kurz gucken. Nein. Okay. Kann ich noch einen machen? Mit Sicherheit. Zack. Okay, also einen Tank. Einmal einen Coil. Dann machen wir nochmal einfach schnell einen zweiten Tank. Huch, nein, nicht 1000. Ein. Und einen Machine Frame. So, dann brauchen wir noch einen Fiery Ingot. Zack. Okay, wunderbar. Gut, dann machen wir jetzt einen kleinen Mund. Wir brauchen die Plugs? Nee. Input? Nee. Compact. You feel oddly drained. Ja, Flux Luna, herzlichen Glückwunsch. Tunnel! So hießen die Dinger. Okay, die brauchen wir. Wir brauchen unseren ME-Zugriff natürlich. Das heißt, wir brauchen einen Storage Bus. Damit wir praktisch sehen, was wir aktuell im Netzwerk haben. Damit wir Hin- und Rückweg haben. Wir brauchen Cable. Ich brauche noch ein paar mehr Cable, ja. Das wird ein bisschen wenig werden. So. Dann brauchen wir einen normalen Storage-Bus brauchen wir noch, damit wir auf unserem E-System zugreifen können. Weil wie gesagt, das Ding wird automatisch und autonom handeln. Das heißt, wir agieren auf den Informationen, die wir haben. So, dann brauchen wir noch Level-Meter. Fluid-Level-Meter. Jo, passt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Interface haben wir noch. Wir haben noch Interface. Wunderbar. Okay, so, guck mal kurz, können wir machen. Jawohl. Super. Habe ich noch einen Upgrade? Ich habe noch einen harten Upgrade. Ach, Mensch, heute klappt aber alles. Ich habe alles parat. Also, fast alles. So. Rein in die Maschine.
und dann kümmern wir uns mal drum, dass wir langsam ein Setup hinkriegen. Weil wir brauchen im Endeffekt zwei. Wir brauchen ein Interface, was an dem Ding ist. Einmal für ME Storage. Also einen, für Item Storage und für Flüssigkeiten Storage. Und dann machen wir das einmal hier hin. So, hier würde ich mal sagen, machen wir Flüssigkeiten. Die mache ich mal auf Osten. Und da kommt dann unser Storage-Bus dran. So. Und dann haben wir hier ein Kabel. Und können dann im Endeffekt von diesem Kabel die Flüssigkeiten ablesen mit Hilfe des Level-Emitters. Und der Level-Emitter wird dann aktivieren, dass wir irgendwas rausnehmen. Beziehungsweise, da kann ich das auch mal... Ich muss mir nur mal kurz überlegen, wo ich den Level-Emitter hinbauen möchte. Also wir haben den Magma Crucible. Und wie gesagt, wir werden den Magma Crucible immer füllen mit entsprechenden Items. Dafür machen wir mal diesen da. Und wir brauchen dann noch Servos, höhere Servos. Das wäre noch wichtig. Und die müssen wir dann aktivieren noch. Also machen wir das mal so. Beziehungsweise wir machen Retriever, nicht Servos. Okay, das heißt, so von der Höhe sollte es ja passen. Und dann brauche ich noch einen Tunnel dann für Energie, fällt mir gerade auf. Okay, kümmern wir uns erstmal darum, dass wir jetzt hier den ME dafür haben, den ME-Zugriff für Flüssigkeit. Ah, ich kann es doch noch einen runterbauen hier. Stimmt. Zack. Ah, nee, Quark, da kommt der... Das war doch richtig. Ich bin einfach doof. Muss ja noch ein Retriever hin, also eine Conduit mit Retriever. So, und dann, so wird im Endeffekt das Setup so ein bisschen. Und dann haben wir hier oben, ich baue es mal einen weg. Entschuldigt. Ich baue es nur einen von der Wand weg. Ey. Nach hier. Zack, 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 zack. Storage Bus für Flüssigkeiten. Und deswegen baue ich auch einen Block von der Wand weg. Das hat einen Sinn sogar. Ich erkläre euch gleich welchen. So, dann das Ding oben drauf. So. Gut. Warum will ich es weg haben? Ganz einfach, dass ich den Strom dahinter langlegen kann. Das ist der einzige Sinn und Zweck jetzt dieser ganzen Sache. Okay, und dann brauchen wir hier oben noch einen Hier oben brauchen wir noch einen Input. Den machen wir mal auf. Ups. Machen wir auf Westen. Also praktisch auf der einen Seite Input, auf der anderen Seite Output haben. Und da kommt ein Storage-Bus hin. Beziehungsweise wir brauchen nicht mal einen Storage-Bus. Wir können das mit einem normalen Conduit einfach machen. Ja, machen wir. Dann kann ich sogar... Dann nehmen wir Strom ist das Problem. Vielleicht wir brauchen zwei. Außer ich mache eine... Signalum plated. Ja, okay. Einmal raus. Wir brauchen einen Parser. Wir brauchen einen Retriever. Ah, wir brauchen einen Zugriff. Wir brauchen einen Storage Bus. Ja, wir brauchen einen Storage Bus. Ja, wir brauchen Storage. Wir brauchen Storage. Ich bin doof gewesen. Jetzt muss ich nur überlegen. Fluid Duct. Nee, Item Duct. Item Duct. Wir brauchen Retriever. Und zwar Reinforced Retriever. Ich nehme mal nur einen erstmal mit. Und dann nehmen wir mal für die erste Flüssigkeit, die ich gerne machen müsste, sind nämlich Resonant Ender. Ich sollte noch Zeug haben, um einen Eimer zu machen. Jawohl. Dann brauchen wir noch Ender Pearl. So. Okay. Weil, wie gesagt, wir wollen Flüssigkeit herstellen. Das heißt, wir werden die ganze Zeit konstant diese Flüssigkeit herstellen. So, dann brauche ich noch ein paar Sachen, und zwar ein paar Conduits für Energie. Und, wenn möglich, vielleicht noch für Items, ne? Was fehlte? Enderchip. Das dauert mir alles so lange. Ich mag das nicht. Okay. So, also ich brauche dann noch einen Tunnel. Einen Tunnel muss ich dann noch mehr machen. Außerdem, wir können auch eine Ender Chest machen. Warte, wir brauchen gar kein Item Output, wir haben Flüssigkeiten Output. Das heißt, ich kann unten an das Netzwerk wieder ran.
Okay, gut, machen wir das so. Import-Pass. Nee. Doch, Import-Pass. Import-Pass. Das ist besser. Das gefällt mir besser. So, beziehungsweise können wir noch einen einfachen Retriever mal nehmen. Ich weiß gar nicht, kann ein Retriever aus Sachen mit Retriever rausnehmen? Ich glaube ja, ne? Oder war das dann blockiert? Das müssen wir dann mal gleich rausfinden. So, was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendwas Fluid-mäßiges haben, ne? Import-Bus war es, glaube ich. So, zack, zack, zack. Okay, nehmen wir noch ein paar Cable mit und ab geht's. Strom brauchen wir noch drüben natürlich, dann also einen Acceptor, der dann halt den Strom nimmt, um das ME-System zu betreiben und so weiter, das ist natürlich logisch. So. Okay, ich habe keine Fluid Ducts mitgenommen. Weil ich auch keine brauche. Ich arbeite hier mit Item Ducts, heute bin ich echt nicht... So, kommen wir wieder raus, packen wir dich mal hier hin. Und zwar wirst du der Beste sein und du bist unser Item Storage. Und du wirst im Endeffekt auf ein Interface alles zur Verfügung stellen. Zack, ups, zack, zack. Wir werden hier wahrscheinlich nochmal eine Storage-Bus-Interface-Kombination machen, dass wir mehr Channel irgendwann kriegen. So, und dann haben wir hier das Interface. Das können wir mal disablen, auch wenn es nicht unbedingt so wichtig ist. Dann haben wir eine Item-Duct. Und dann haben wir hier einmal den Retriever, den hier. Und da stellen wir Items in Inventory. Wir nehmen eins, das Nearest First ist egal. Whitelist, Enderpearl. Eine. Oh, nicht Always Active, sondern Signal Required High. Genau, so. Dann können wir hier auch sagen, wir wollen gerne. Sagen wir mal 32 Eimer haben. Und dann stellen wir mal um. Es hat noch keinen Strom. Stimmt, da war ja was. Die Folge ist eigentlich zu Ende. Ich versuche mich mal zu beeilen, dass wir noch irgendwas hinbekommen. So, mit Acceptor. Energy. Wir gucken mal, dass wir es erstmal irgendwie zum Laufen vielleicht noch kriegen. Und dann machen wir es nächste Folge fertig. Also das Ding und das Ding. Kriegst du Strom? Nein. Stell das oben drauf. So. Jetzt kriegst du Strom. Ja. Okay. So, damit haben wir jetzt hier praktisch die Möglichkeit, Enderperlen zu haben. Und wir konfigurieren, dass wir immer eine Enderperle drin haben wollen. Und dieses Ding sollte jetzt dafür sorgen, wenn wir jetzt mal hier unten Input machen, dass wir jetzt die Enderperle reinkriegen. Genau eine. Und nicht mehr. Wenn wir jetzt mehr hätten, sollte keine weitere reinkommen. Aber wir werden das so konfigurieren, dass wir praktisch immer hier an dem Interface die Enderperle haben. Wir stecken auf die gegenüberliegende Seite packen wir natürlich ein Interface, dass wir einfach darauf zugreifen können, das komplette ME-System sehen. Dann nehmen wir daraus immer eine Enderperle und packen die rein. Dann konfigurieren wir alle Items, die wir gerne haben wollen, fürs Aufschmelzen. Und dann, wie gesagt, wir gucken, haben wir genügend Flüssigkeit? Wenn nein, schalt hier oben den Retriever an. Der Retriever sammelt dann immer die Items ein und wir kriegen dann Flüssigkeit. Die Flüssigkeit muss natürlich jetzt noch irgendwo hin. Die Flüssigkeit machen wir mal hinten kurz raus. So. Das ist die falsche Seite, das ist nicht hinten. Das ist hinten. Und dann haben wir da im Endeffekt einfach nur einen Import-Bus, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich ein Interface mache, wo ich dann mit Fluid Ducts irgendwie rankriege, dass ich nur einen Channel benutze. Aber ich mache es jetzt erstmal ganz kurz so. Und dann würde das praktisch hiermit verbunden sein. Irgendwie. Ja. Und dann würde praktisch die Flüssigkeit, die hier rauskommt, hier rausgenommen werden und dann wandert sie wieder in seinem E-System, in so ein Storage-System. Weil hier können wir nicht speichern. Der einzige Fluid-Storage-Bus ist außerhalb. Das heißt, wir speichern außerhalb. Genauso Storage-Bus für Items. Theoretisch, wenn wir Items bekommen würden, würden die auch nur dahin gehen. Aber das Ding braucht im Endeffekt nur in Extract-Only-Richtung funktionieren. So, okay. Gut, das funktioniert. Ich mache mal hier kurz den Strom nochmal weg. Wir brauchen noch einen Tunnel für die Conduits dann, dass wir Strom kriegen. Das ist noch die einzige Sache, wo ich mich nochmal ransetzen muss und nochmal was machen muss.
Und dann können wir praktisch den Strom auch noch importieren. Das heißt, wir haben dann alles. Wir haben Storage Bus für unseren... Ups. Ein Storage Bus für die Items. Wir haben einen Storage Bus für die Flüssigkeiten. Und so würde einfach die Automatisierung funktionieren. Wir hätten dann praktisch an jedem Magma Crucible hätten wir einen eigenen Retriever für einen eigenen Magma Crucible. Ich weiß, es ist ein bisschen ineffizient. Wir können das alles über ein Magma Crucible machen, natürlich, theoretisch. Indem wir praktisch die Servos dann einfach nur aktivieren. Indem wir sagen würden, okay, wir haben mehrere Servos, dann bräuchten wir aber mehrere Interface. Es ist halt, irgendwas braucht man immer. Und da lieber habe ich eine beschleunigte Automatisierung, falls wir jetzt wirklich was brauchen, dass wir schnell wieder Flüssigkeit herkriegen, dass wir das praktisch hier in den entsprechenden Magma Crucible haben. Wobei es natürlich im Moment dann, das ist das Einzige, wo ich noch am Überlegen bin, ob ich das vielleicht umändere. Weil im Moment geht es hauptsächlich darum, wir machen eine Parallelisierung für unterschiedliche Flüssigkeiten. Das heißt, jede Flüssigkeit hat ihren eigenen Magma Crucible. Was wahrscheinlich effizienter wäre und was ich mir wahrscheinlich überlegen werde, ist, wie wir es machen, dass wir mehrere Magma Crucible einfach anschließen können. Wenn wir praktisch einen neuen haben, knallen wir dazu und dann haben wir die doppelte Geschwindigkeit, weil dann die Sachen parallel gehandelt werden. Das heißt, wir würden dann mithilfe von einem Round-Robin-System agieren, um das Zeug zu bekommen. Dafür bräuchten wir natürlich Konfigurationen, wir müssten dafür sorgen, dass die ganzen Items reinkommen und so weiter. Aber, ja. Aber ich glaube, selbst wenn ich hier nichts konfigurieren würde, würde er immer trotzdem nur eins drinne behalten, ne? Ja. Das einzige Problem ist halt die Flüssigkeit. Der Typ der Items. So rum. Ah, das kriegen wir sogar auch hin. Wir brauchen nur eine Pufferkiste. Das kriegen wir hin. Okay, gut. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ich habe eine Idee, wie wir das hinbekommen können. Und mal gucken, ob ich es hinbekomme. Wie viel Oddly Drain, schon wieder. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir müssen auch wieder was gegen Warp tun langsam. Und gut. Jetzt wirklich, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und dann hoffentlich effektiver. Wir haben Thermalily automatisiert und wir sind dabei, langsam das zu automatisieren. Wird ja. Bis dann. Ciao.